Also ich fühle mich gut vorbereitet und ich bin froh, dass du an meiner Seite bist und als Unterstützung sozusagen. Ja, Bro, ich bin Kaukoma. Kaukoma? Ich bin ready. Das hoffe ich doch. Was wird das heute, Digga? Seid. Ja, genau, Digga. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Freunde. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar in diesen Tag gestartet. Für mich geht's jetzt ab und zwar haben wir 7 Uhr. Es geht zur ANBF, der Austrian Natural Bodybuilding Federation. Ich habe dort 6 Klienten. Wir fangen jetzt heute Morgen mit dem Thomas an in der Juniorenklasse. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was der Wettkampf so mit sich bringen wird und freue mich auf den Tag. Es wird lange, von 9 bis 9 habe ich Athleten dort stehen. Also ab geht's. Im Übrigen waren wir gestern hier in diesem Bergwerk einen Burger essen. Und der Burger wäre verdammt geil. Also es war wirklich brutal. Alle, die in Österreich starten in den zukünftigen Jahren, alle Athleten, Athletinnen, die mal so richtig reinschieten wollen, die haben da auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Anlaufstelle. Also dicke Empfehlung geht raus. Waren zwar 2500 Kalorien pro Portion mit dem Pommes, aber hat auf jeden Fall gut gemundet. Ich bin jedenfalls extrem gespannt, was der Tag heute bringen wird. Also ich habe Jungs in fast allen Klassen über den Tag verteilt. Das ist einerseits sehr, sehr cool. Andererseits macht es den Tag natürlich anstrengend. Jetzt hier Thomas direkt um 9 Uhr, das erste Mal 9.10 Uhr in der Juniorenklasse auf der Bühne. Danach geht es weiter. Erst um 13 Uhr mit einer Classic-Physik-Klasse, 13.45 Uhr Classic-Physik, die zweite Klasse. Dann geht es, glaube ich, um 16.55 Uhr. Weiter oder um 16 Uhr, 16.55 Uhr und so weiter und so fort. Also das zieht sich auf jeden Fall bis 21 Uhr. 7 Starts sind es insgesamt und ich hoffe, ich kriege auch den einen oder anderen natürlich noch in ein Gesamtsiegerstechen rein. Du schon wieder? Natürlich, ich bin schon wieder am Start. Warum bist du immer so früh da? Ja, Matteo wird starten. In? Mein Bruder, Junior. Junior und dein Bruder? Yes. Ja, ja. Also Hoffnungen sind groß, ne? Digga. Druck ist da. Druck ist da. Druck ist dezent da. Quatsch, macht ja keinen Druck. Wie war es bei dir das erste Mal, als du auf der Bühne warst? Ich muss sagen, ich hatte halt da keinen Coach, war auch nicht so tief in der Bubble. Ich wusste gar nicht so, was auf mich zukommt. Ich bin einfach raufgestanden, hab gepostet, hat sich geil angefühlt. Dann habe ich es nochmal gemacht. Stabil. Das letzte Jahr ANBF ist auf jeden Fall ziemlich gut gelaufen. Einmal Gesamtsieg Herren, einmal Gesamtsieg Damen. Gucken, was das dieses Jahr bringt. Mein Lieber, du gehst heute in der ersten Klasse Junioren an den Start. Ja. First-Timer, habe ich gehört. Genau, erster Wettkampf, erste Show. Es geht eigentlich, also ich fühle mich gut vorbereitet. Und ich bin froh, dass du an meiner Seite bist und als Unterstützung sozusagen. Ich würde auch sagen, Form passt. Wir können ja gleich, wenn die Farbschicht mal sitzt, wenn Sömer mal sitzt, wenn ein bisschen Pump drin ist, machen wir mal ein kleines Update. Jetzt erstmal noch letzte Mahlzeit vom Auftritt. Gönn dir, mein Jungs. Danke dir. Alright, erstmal einen Kraft rein orgeln für den maximalen Pump. Thomas ist aber nur am Scoopen, ne? Auf die ANBF. Auf die ANBF. Einer und eineinhalb für maximalen Pump. Thomas, jawohl, Thomas! Und Thomas, Glut anspannen! Let's go! Eine für drei und dann rechts. Rück an sich. Und Thomas, Glut, komm! Yes, mein Glut! Thomas, Druck auf den Glut, komm, spann an! Quads durch! Crunch-Bewegung einfach mal auf den Bauch bringen, so.
paar Strecken, crunchen, strecken und knallt gleich Side crunchen. Okay. Also mit beim Pumpen einfach. Okay. Wie fühlst du dich, Bro? Spender dabei? Gut. Ja, hab ich alles dabei. Dann fangen wir an. Spannung auf die Beine! Beine! Und zu guter Letzt, your favorite classic pose. Sehr schön, Nico! Come on, Beine! Die Startnummer 136, Björn Bittewald. Jawohl, Björn! Und bleib auf dem Quads, Jakob! Platz 4 geht an die Startnummer 139, Jakob Babak. Jawohl, Jakob! Jawohl! Ja, das war schon anstrengend für dich. Was geht, Bro? Das geht, Digga. Ich habe jetzt 4,5 Stunden. 4,5 Stunden? Ja, deswegen. Aber du bist voll entspannt. Ja, Bro, ich habe Krabbkummer. Krabbkummer? Wie ist die Form? Gut, glaube ich. Glaubst du? Ja, jetzt machen wir gleich Formcheck. Ah ja, okay, dann weiß ich Bescheid, wo die Kamera hinwandert. Geht los, Bro. Bist du soweit? Schon ready. Das hoffe ich doch.
Also meine Freunde, der Wettkampf war bisher eigentlich ziemlich gut. Ich würde sagen, so für den Probewettkampf haben bisher alle ziemlich gut platziert. 4 Stück bisher, Finalplatzierung. Einer leider nicht ins Finale geschafft. Wir haben eigentlich so von Platzierungen fast alles außer die 1 mitgenommen. 2, 5, 4 und 5. Kann man sich drüber streiten. Ne? Kann ich schon mal separat drauf eingehen. So. Ihr könnt es ja selbst beurteilen in den Kommentaren, so, ob ihr Christoph auf 5 gesehen habt. Ich auf jeden Fall nicht. Ja, aber ansonsten hier, nächste steht in den Startlöchern, Erdem Bühl 2.0. Ja, und ansonsten Farbschicht für Fabi, Fabi, Party. Und dann geht's ab mit ihm in der Mittelgewichtsklasse, gell? Mittelgewicht bis 80 Kilo. Jo, und dann noch Thomas nochmal im Schwergewicht. Aber jetzt erstmal Party anmalen und dann ab geht's. Wie sieht der Junge denn bitte aus, Alter? Erzähl mir das mal einer. Digga, deine Sidechest ist einfach krank. Was wird das heute, Digga? Jawohl, Bro. Schreib. Ja, genau, Digga. Abend hier zurück aus dem Office. Ihr seht mein typischer Bürostuhl. Ich bin zurück von der ANBF. Es war ein ultimativ harter Tag. Es war ein ultimativ anstrengender Tag und ich habe es wirklich nicht mehr hinbekommen, an dem Showday noch ein Outro zu drehen. Wir waren von morgens 9 Uhr bis abends, glaube ich, 23 Uhr in der Halle und ich hatte wirklich über den gesamten Tag verteilt einfach Athleten am Start und es war immer was zu tun, immer anmalen, immer Öl machen, immer Pump up, immer die Leute natürlich auch auf der Bühne anschauen und gucken, wie das Paket letzten Endes ist. Und ich war einfach wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Performance meiner Athleten, mit dem Peaking, mit der Vorbereitung, mit allem drum und dran. Und es hat wirklich fabelhaft funktioniert. Aber ihr könnt euch da selbst ein Bild machen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr der Meinung seid, dass die Jungs gut auf der Bühne gestanden haben, wie sie sich präsentiert haben. Und ansonsten würde ich sagen, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr Informationen zu den Platzierungen haben möchtet, wenn ihr noch mehr Informationen zu dem Showday der ANBF haben möchtet, auch unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten hören, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin hätte ich mir natürlich gewünscht, dass ihr den Kanal abonniert, einen Daumen nach oben da lasst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Peace out.